Grüß Gott, mein Name ist Erhard Mott. Ich bin der Chef meiner E-Bike Erlebniswelt in Lauda. Und das ist die? Ich bin die Bea, hallo. Ja, ist mein Mitarbeiter. Ja, ist die Mitarbeiterin. Ach so, ja, ich bin die Mitarbeiterin. Nicht mehr und nicht weniger. Wir zeigen Ihnen, wie wir ein Vitali E-Faltrad übergeben an Sie, damit Sie es auch noch einmal zu Hause nachvollziehen können, denn oftmals bleibt einfach die Zeit nicht im Tagesbetrieb oder man vergisst was oder man versteht es vielleicht noch nicht ganz so. Und so können Sie nochmal alles im Detail genau verfolgen. Also, Bea, du fängst an. Genau. Also, grundsätzlich beginnt die Übergabe bei uns im Betrieb, wie hier jetzt auch, damit, dass ich erstmal die Dokumententasche im Normalfall hinten vom Gepäckträger weghole und Ihnen kurz erkläre, was wir denn alles drin haben. Mhm. Schlüssel, dazu werden wir gleich auch noch was erklären. Einmal noch Ladekabel für den Akku. Bums. So, Dille. Die Bedienungsanleitung, einmal von unserem Rad und auch hier, weil wir eine Sattelfeder eingebaut haben von der Airwings. Ein kleines Blöckchen. Mhm. Und ein Bleistift. Und ein Bleistift. Wo ich sehr großen Wert drauf lege. Genau. Ja, dann geht's mal los. Wir haben eine Checkliste, die im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt wurde und erkläre Ihnen dann auch, was es da systematisch dann ankommt. Also, die Bedienungsanleitung, Beilagen, Multifunktionswerkzeug. Unser Tool brauchen wir im Prinzip einmal hier vorne zum Einstellen vom Lenker. Sattelfeder brauchen wir es nachher auch noch, wird auch nochmal von uns erklärt. Also das ist sehr begehrt, ähnlich wie ein Schweizer Taschenmesser. Nein, man kann es auch im Haushalt verwenden. Es sind also mehrere Inbusgrößen dabei, ein Kreuzschlitz und ein flacher Schraubenzieher. Führen Sie es immer mit sich, wenn Sie es nicht brauchen, irgendein anderer braucht es bestimmt. So, also, dann Schloss, mit dem Schloss fangen wir an, mit dem Rahmenschloss und zeige das Ihnen. So, ich brauche einen Schlüssel. Wie Sie hier sehen, haben wir ein Rahmenschloss angebracht, beziehungsweise unsere Werkstatt hat es montiert. Wir haben einmal unseren Schlüssel, der Runde. Schlüssel rein, dann wird er umgedreht. Dann haben wir hier unten so eine kleine Lasche, die sich verschließen lässt. Geht einmal hier durch die Speichen durch und damit ist unser Rad abgeschlossen und kann nicht mehr weggeschoben werden. Okay. Allerdings weggetragen können Sie immer noch, wenn wir einen starken Dieb haben. Ne? Können aber Abhilfe schaffen, haben noch eine Kette, welche wir ebenfalls auf dieser Seite einfach reinstecken und das Rad ist angeschlossen. Angebunden also, an festen Baum, Gegenstand. Ja, oder ein anderes Fahrrad ist immer ganz praktisch. Ja. Irgendeins, wo so rumsteht. Weil zwei auf einmal wegtrauche, das fällt immer auf ein bisschen. Genau, aber ein ganz fremdes wäre jetzt auch nicht unbedingt prickelnd, Erhard. Ah ja doch, der soll doch froh sein, das ist doch auch gleich mit gesichert. Ich will aber nicht das andere Rad sein. Aufschließen, so. Im Prinzip auch wieder ganz einfach. Schlüssel rein, umdrehen. Dann kam jetzt hier schon die Lasche, die wir gerade eben runter haben, hoch. Und das Schloss kann einfach abgezogen werden, beziehungsweise die Kette. Jo, prima. So, wir haben hier hinten auf der linken Seite unser Akku, quasi unser Zündschlüssel, wie beim Auto auch. Es gibt drei Positionen. Wir haben einmal die erste Position, da wäre es so weit, dass wir den Akku auch entnehmen könnten. Position 2, Akku ist feste angeschlossen, der Schlüssel kann gezogen werden, Rad abstellen und Position 3, die Inbetriebnahme. Vergleichbar Zündschlüssel beim Auto. Nur mit Zündschlüssel geht unser Antrieb. Also bei uns brennt auch immer das Rücklicht, weil wir der Meinung sind, im Straßenverkehr ist es ganz gut, wenn der Fahrradfahrer, der eh eine schmale Silhouette hat, dass der besser erkannt wird.
Ja, und dann, auch was es dann noch ganz wichtig ankommt, ist, wenn man den Akku reinschiebt wieder. Also wenn man einen Halskopf hat, so, check. Da ist hier eine Schiene. Und zum Reinsetzen muss man den Akku etwas so ankippen. So, und hoch und reinschiebe, dann geht's. Man könnte es auch falsch machen und dann sitzt er nicht richtig drin und lässt sich nicht richtig verschließen. Also ganz einfach so rein, zack und abschließen, gut ist. Ja, dann, wie man den Akku lädt, da haben wir ja eine Ladebuchse. Man kann also den Akku rausnehmen und aufladen oder am Fahrrad selbst, am Fideli. Genau. Und hier ist die Buchse. Das hat einmal 3 oder 4 Pole, je nachdem. Und dann steckt man das einfach rein. Zack. An die Steckdose. Und dann sieht man hier den Lader. Also das sind 2 Birnle drauf. Wenn es voll ist, brennt es rot und grün. Und wenn es lädt, ist rot und rot. Ja, und nach dem Ladevorgang, also wenn es dann rot-grün wieder leuchtet, raus den Stecker und die Klappe zumachen. Wenn man es allzu lang halten täte, das Ladegerät am Akku, kann wohl nichts passieren, aber das Ladegerät würde immer irgendwie nachladen. Der Akku erholt sich nach dem Ladevorgang, die Spannung geht runter, dann wird es wieder nachschieben und. Das ist ein Vorgang, der nicht unbedingt ideal ist für einen Akku. Also nach einer gewissen Zeit dann einfach wieder abhängen. Nach 1-2 Tagen spätestens. Ja, dann wie häufig soll man den Akku laden? Wir sind der Meinung, so häufig wie nur möglich. Also wenn Sie unterwegs sind, machen eine Mittagspause, laden Sie einfach nach. Das tut dem Akku gut. Früher war das anders, da musste man den Akku leer fahren. Heute ist es so, das ist Lithium-Ionen-Technik. Und je häufiger Sie den Akku aufladen, umso länger lebt er. Also die Lebenserwartung wird dadurch erhöht. Wie man ihn lagert, den Akku? Kühl. Kühl, also Zimmertemperatur, nicht unbedingt außen, wo es vielleicht mal 10 Grad Frost hat. Auch nicht mitten in der Sonne drin, wo 60 Grad heiß werden kann. Nein, Zimmertemperatur, Keller irgendwo. Und einfach. Und wenn man ihn lagert, dann auch darauf achten, dass man nach 3 Monaten wieder auflädt. Also nach spätestens 3 Monaten ans Ladegerät hinhängen und dann warten, bis er voll ist. Ja, und wenn man hinlegt, im ersten Mal entweder voll oder halb voll, je nachdem. Wenn Sie es öfters überprüfen, kann man auch halb voll lagern. So soll es angeblich für den Akku am schonendsten sein. Ansonsten lege ich es einfach voll ab und gucke immer wieder mal nach. Also nach 3 Monaten spätestens nachladen. Wir erklären jetzt das Display vom Fideli. Der Fideli-Antrieb ist sehr komplex, also man kann ganz viele Dinge mitmachen, wenn man weiß, wie es geht. Aus dem Grund erklären wir es ausführlich und ganz langsam, damit Sie es auch verstehen. Als erstes Mal macht man hinten den Akku an, das rote Licht leuchtet, das Rücklicht. So, und jetzt gibt es hier einen rot umrandeten Einschaltknopf. Bea, drück doch da mal bitte drauf. Ja, dann schauen wir. Aha, also er fährt hoch, die Steuerung. Und jetzt sieht man schon die Anzeige, da sind mehrere Dinge drauf. Gucken wir mal, 0,0 km/h, das ist die Geschwindigkeit. Wir stehen. Oben rechts im Display, ja. Dann. Unsere Poweranzeige. Also dort steht Power. Links. Power. Links neben der Power. Power. Links neben der km/h-Anzeige. Ja. Kann man sich wohl denken, was das ist. Das ist die Akku-Kapazitätsanzeige, wie viel Strom noch im Akku drin ist. Wir haben dann unten die Entfernung. Das ist ein neues Fideli jetzt. 1,9 Kilometer hat es drauf. Dann haben wir mal auf der Anzeige hier entweder Auto stehen oder Assist. Das erklären wir jetzt noch einmal genauer. Und ganz oben ist ein schwarzer Punkt. Der schwarze Punkt zeigt uns, wie viel Strom aktuell verbraucht wird. Also das sehen Sie anhand von diesem Balken, der beim Fahren dann nach links wandert, wie viel Strom aktuell aus dem Akku fließt in den Motor. Also ich zeige es mal ganz kurz. Ich gebe Gas. Upsa, und jetzt sieht man, sich. Das ist die Anzeige, die Anzeige rüber marschiert. Ja. Jo. Und was wir jetzt noch haben, wir haben noch einen weißen umrandeten, viereckigen Knopf. Wenn man einmal drauf drückt, das wird dann hier auf dem Display so angezeigt, einmal drauf drücke, ist ein Licht
Symbol dort. Damit können Sie nicht das Licht vom Vitali einschalten, sondern das Licht vom Display. Also abends ist es ganz praktisch, wenn man es anmacht, dann sieht man, was da eigentlich sich tut. Ich mache es an, tschuk, tschuk, tschuk. Also mit der Plus-Taste können Sie nun das Licht immer heller machen und mit der Minus-Taste immer dunkler. Wenn man nochmal drauf drückt, zweimal, ist auch symbolisch angezeigt, kommen die Tageskilometer. Da sieht man jetzt im Moment 1,9, die tue ich jetzt mit dem Pfeil zurückstellen auf 0, mit dem Minuspfeil. Und wenn man nochmal drauf drückt, dann sieht man die Fahrzeit und die ist es natürlich auch auf 0 gestellt. Also tut man am Anfang einer Etappe, kann man das Ganze nullen, die Kilometer und die Zeit, ja, und weiß dann, wie weit das man gefahren ist. Praktisch. So. Und nach 3-4 Sekunden, wenn man das nicht betätigt, dann programmiert sich das und schaltet automatisch um. Und jetzt können Sie nämlich wieder diese Pfeiltasten, die Plus- und Minustasten, dazu nutzen, den Tempomaten zu bedienen. Also schneller oder langsamer das Vitali zu machen. Soweit, so gut. Die Besonderheit an unserem Vitali-Antrieb ist ein Drehgriff. Der Booster oder der Gasgriff oder wie man auch sagen will. Und zwar auf der linken Lenkerseite und bedient wird er, indem er die linke Hand eben den Drehgriff umfasst und dann zu sich zudreht. Dann geht das Rad los. Sehen Sie? Also ich drehe das zu mir zu, nicht weg, sondern zu. Viele Kunden sagen zu mir, ja, Herr Mott, das Vitali, das Beste an dem Vitali ist der Drehgriff, der Gasgriff. Von mir aus kann sein. Die Funktionen sind jedenfalls wie folgt. Der Drehgriff ist auch schon mal gut zum Anfahren. Also da gewöhnen Sie sich relativ schnell dran, wenn Sie irgendwo stehen. Sie können zum Beispiel jetzt so hier aus dem Stand raus, Sie sind nicht einmal mit beiden Füßen drauf oder so, sondern Sie können hier einfach Strom geben. Es fährt los bis zu einer Geschwindigkeit von 6 km/h natürlich. Später muss dann mitgedreht werden. Also Sie geben Strom. Es rollt los und Sie springen drauf und ab geht die Post. Ganz interessant, auch für kleine Personen, die eh ziemlich hoch sitzen und vielleicht nicht richtig mit den Füßen auf den Boden kommen. Oder jene, die mit den Knie irgendwie Schwierigkeiten haben, drüber zu kommen. Wenn es mal rollt, dann guckt man relativ einfach drüber. Entweder über den Rahmen oder so aufsteigen. Das probieren Sie einfach einmal. Das andere ist, den Drehgriff kann man auch benutzen als Schiebehilfe. Das können Sie sogar regulieren, die Geschwindigkeit. Also nicht immer volle Pulle, das ist nämlich 6 km/h schnell, sondern immer ein bisschen so Strom geben und dann rollt es vor sich hin, Berg hoch oder so. Ja, und dann haben wir noch die Funktion, wenn man in der Stadt unterwegs ist, dann kann man mit diesem Drehgriff sehr schnell beschleunigen. Also Ampelstart, weg von der Kreuzung und so weiter. In der Stadt mit dem Drehgriff zu fahren, ist fantastisch. Dann braucht man nicht den Tempomat, den wir Ihnen gleich noch erklären werden, sondern Sie können einfach nur mit Drehgriffformen tun, intuitiv die Geschwindigkeit regeln. Sie strengen sich also nicht mehr an beim Drehen, sondern der Motor macht das Ganze. Sie müssen sich natürlich bewegen, dass der Motor überhaupt läuft. Aber mit dem Drehgriff regulieren Sie die Geschwindigkeit. So, und das Letzte noch, wenn Sie mit Tempomat fahren, können Sie in einer bestimmten Geschwindigkeitsstufe auch einen Überholvorgang einleiten, indem Sie einfach Strom geben, der Booster betätigen und dann erhöhen Sie die Geschwindigkeit bis zur Maximalgeschwindigkeit, überhole geschwind und lasse dann den Booster wieder los und fahre mit Tempomat weiter. Puh, das war es aber kompliziert und viel. Am besten ist, das hören Sie sich gerade nochmal an. Ja, und die Bea erklärt den Assisten, also die Assist-Funktion, das steht dann drauf, sobald Sie von Auto, was nur Drehgriff ist, mit Drehgriff, mit einer Pfeiltaste, mit der Plus-Taste auf einmal drauf drücken, dann kommt Assist. So, und jetzt der Assist. Der Tempomat wird angezeigt bei uns im Display mit den Assist-Stufen. Diese gehen von 1 bis 6 nach oben. Wenn Sie mit Tempomat fahren möchten, ist es so, dass wir mit Plus- und der Minustaste unsere Assist-Stufen einstellen können. Die Assist-Stufen gehen von 1 bis 6, angezeigt in einem Balkendiagramm.
Ja, genau. Also wenn sie jetzt zum Beispiel ganz langsam dahin fahren möchte, gibt es die Stufe 1 oder 2, das sind dann zwei Pünktle da, ne? Zwei kleine Balken. Eine gute Reisegeschwindigkeit mit ganz wenig Stromverbrauch ist dann 3 Balkenanzeige, also Tempomat Stufe 3. 4 geht es dann schon zügiger vorwärts, aber man kommt auch nicht so weit. 5 und 6 sind Hochgeschwindigkeiten, die man dann macht, wenn man, naja, verfolgt wird. Wenn die Polizei hinter einem ja, ist. Zum Beispiel, ne? Wenn man es eilig hat und so weiter und so weiter. So, der Vorteil ist, wenn Sie mit Tempomat fahren, Sie müssen nicht permanent den Drehgriff halten. Das ist nämlich mit der Zeit beschwerlich. Dann können Sie sich völlig entspannen, das Rad rollt so dahin. Und also wählen Sie einfach 3 oder 4 für die Reisegeschwindigkeit. Das Besondere kommt jetzt noch. Sollte mal irgendwann bei einem ganz steilen Berg, wenn es feucht ist oder bei losem Untergrund das Vorderrad durchrutschen, dann gehen Sie auf die Assist-Stufe 2 oder 1 zurück. Denn dann haben wir den Motor reduziert in seiner Leistung und er neigt nicht mehr zum Durchdrehen. Gleichzeitig gehen Sie her und schalten auf einen leichten Gang, 1 oder 2, dann haben Sie mehr Kraft am Hinterrad. Und wenn also der Motor etwas schwächer arbeitet und das Hinterrad etwas stärker, ist dann in etwa die Antriebskräfte vorne hin ausgeglichen. Mhm. Und in Allrad, ich verspreche es Ihnen, kommen Sie sogar durch Tiefschnee durch. Habe ich schon alles ausprobiert. Ja, jetzt noch die Sache beschleunigen und überholen, wenn Sie mit der Assist-Funktion fahren. Also gesetzter Fall, Sie fahren so dahin. Auf dem Tempomat Stufe 3, so mit 17, 18 km/h. Und da kommt jetzt irgendwas, ein Hindernis. Also einer ohne E-Bike. Und den wollen Sie überholen. Schnell überholen. Dann brauchen Sie hier nicht die Tasten zu betätigen, diese Assist-Tasten auf Plus drücken. Nee, Sie gehen einfach her und bedienen den Booster. Und dann macht das Ding richtig flott. Und Sie tun Beißsause an dem Ding, Hindernis und lasse dann, so wie am Auto auch, wenn Sie mit Tempomat fahren, überholen LKW, dann gehen Sie einfach mit dem Gas wieder zurück, so hier auch, und dann fährt es wieder mit der normalen, von Ihnen gewählten Tempomatstufe weiter. Zu beachten, auf der Assist-Stufe 1 und 2 können Sie kein Vollgas geben, das haben wir reduziert, nämlich aus dem Grund, wenn Sie tatsächlich im Allradbetrieb fahren müssen und Sie geben trotzdem Vollgas, es wird kein Vollgas ankommen, denn dann rutscht sicherlich das Rad durch. So. Hast du das auch so verstanden? Habe ich gehört, ja. Gell? Also, wenn Sie das mal beherrschen, alles so, ne, und wissen, in welchem Moment Sie was tun, dann ist das sensationell gut, dann sind Sie jedem anderen E-Bike damit überlegen. Bis dahin einfach ausprobieren. Genau. Anfangs würde ich auch die ersten paar Meter nur mal mit Gas fahren. Also, nicht, dass der Assist steht, nein, da schaltet man dann zurück. Mit der Minustaste, ne? Bis auf Auto, dann ist aus der Tempomat. Und dann fahren Sie nur mal mit Gas, dann fahren Sie mit einem ganz normalen Fahrrad und du einfach mal den Gasgriff mal zuschalte, dass Sie merken, was überhaupt da für eine Kraft dahinter ist. Das Ding geht nämlich ganz schön ab, das Vitali. Was wir am Display auch noch erkennen können, wie vorhin erwähnt, haben wir unsere Power-Anzeige mit 4 Balken. Ab dem Moment, wenn noch 2 Balken angezeigt werden, haben wir nicht eine Restladung von 50-50%, wie die meisten Menschen eben einfach denken, sondern bei uns ist es so, wir haben nur noch ein Drittel Restladung. Etwa, ja. Also nicht, dass Sie sich wundern und denken, hu, jetzt habe ich 80 Kilometer gefahren und dann zeigt erst 2 Balken an. Sie könnten nochmal 80 fahren. Nein, Sie haben dann vielleicht noch ein Drittel etwa an Restkapazität im Akku. Wenn Sie jetzt noch bis auf einen Punkt runterfahren und dann ist nicht mehr viel Strom drin, dann passiert Folgendes. Am Berg zum Beispiel, plötzlich schaltet der Antrieb ab. Es kommt eventuell eine kurze Fehlermeldung. Und dann wissen Sie, oha, es geht am Ende, entgegen mit dem Akku. Jetzt können Sie aber trotzdem noch weiterfahren, indem Sie eventuell mal kurz den Akku aus- und wieder anmachen. Dann zeigt es bestimmt wieder 2 Balken an und Sie denken sich, hoppla, was war denn das jetzt? Das ist einfach so, dass in dem Akku noch eine sehr hohe Spannung ist, aber die Kapazität ist ziemlich zu Ende.
Sie gehen nun her und gehen auf die Assist-Stufe 2 oder 1. Denn dort zieht der Motor weniger Strom, der Akku wird nicht so belastet und Sie können jetzt die letzten Tröpfle an Strom können Sie dann so langsam rausfließen lassen und kommen dann noch so etwa 7 bis 10 Kilometer weit. Ja. Wir erklären Ihnen jetzt die Schaltung. An fast allen Vitalis haben wir eine Nabenschaltung von Shimano mit 7 oder 8 Gängen. Manche wissen gar nicht so, wie sie das bedienen sollen. Wann schaltet man eigentlich? Das ist so wie im Auto auch. Je schneller das man fährt, umso höher wählt man die Gänge. Der erste Gang einen ganz steilen Berg hoch, zum Anfahren vielleicht den 4., 5. Gang. Und bei hoher Geschwindigkeit wählt man 7 oder 8, den 8. Gang. Schalten kann man immer, ob man jetzt tritt oder nicht tritt. Das ist eine tolle Schaltung von Shimano. Also man kann auch unter einer gewissen Last kann man sogar auch schalten. Geht also auch. Also schalten Sie so oft Sie nur können, hin und her und passen immer Ihre Trittfrequenz, also so die Geschwindigkeit, mit der Sie treten, immer schön an die Geschwindigkeit, mit der Sie unterwegs sind. Also wenn Sie dann auf einmal zu schnell reintreten, dann wählen Sie einfach einen schwereren Gang. Was man auch vermeiden sollte, ist Folgendes. Wenn Sie jetzt neben jemandem herfahren und Sie haben zum Beispiel die Assist-Stufe 3 oder 4 gewählt und die wäre zu schnell, also so, dass man denjenigen gar nicht begleiten kann, das erlebe ich öfters mal, wenn ich eine Probefahrt mache mit Leuten, dann treten die, lassen sie 10 Meter rollen, hören wieder auf mit dem Drehen, drehen wieder an und dann beschleunigt und hört wieder auf, beschleunigt, hört an. Da braucht der Motor unheimlich viel Strom, es ist auch ein komisches Fahren. Also passen Sie immer Ihre Geschwindigkeitsstufe dem Tempo an, wo Sie fahren wollen und auch die Schaltung. Also dass Sie einen entsprechend schweren oder leichten Gang wählen. Und drehen Sie nicht zu schwer. Also die ideale Kraft, die ein Mensch hat, ist bei einer Trittfrequenz von 60 Umdrehungen pro Minute. Also wenn Sie einmal in der Sekunde eine ganze Umdrehung gemacht haben, dann sind Sie richtig unterwegs. Die meisten sind leider gewohnt, zu schwer zu drehen und möchten sich anstrengen. Gut, Sie dürfen sich anstrengen, wenn Sie wollen, ist aber nicht notwendig. Ja, und nach etwa 100 Kilometer spätestens kommt es vor, an einem neuen Fahrrad mit einer solchen Schaltung, ist bei allen Fahrrädern so auf der ganzen Welt, dass die Schaltung sich verstellen kann. Das kommt daher, das ist eine mechanische Schaltung, die über einen Schaltzug bedient wird und der läuft dann da so hier entlang und rum und um und der dehnt sich. So, aus dem Grund stimmt dann die Position von diesem Griff und dieser Schalteinstellung im Getriebe nicht mehr überein und das muss jetzt wieder eingestellt werden. Die Bea erklärt, wie es geht. Dann merken Sie auch, wie leicht man das einstellen kann. Wir haben hier hinten an der Nabe 2 gelbe Striche, die parallel zueinander stehen. Wenn man im 4. Gang ist, so. Ed, auf den hast du aber schon gestellt, hast ja vorgesorgt, dass die Frau das auch kann. So. Nach einer gewissen Anzahl von Kilometern, weil der Zug sich eben gelockert hat, der Schaltungszug, sind diese beiden Striche im 4. Gang nicht mehr parallel zueinander. Dann? So zum Beispiel, ne? Wenn ich jetzt etwas daneben den Schaltgriff verdrehe, dann sehe ich, wie die gelben Balken sich da verschieben. Ne? Genau. Dann haben wir hier oben am Drehgriff unsere Stellschraube, die man auch wirklich einfach mit den Fingern lockern. Also locker stellen oder feststellen. Also man dreht es immer raus. Eine Frau ist da immer im Vorteil übrigens, weil sie so kleinere Fingerle hat. Man kommt besser hin. So. Das heißt, wir können den Zug dann einfach noch mal ein bisschen spannen. Also rausdrehen, ne? So. Dreh, dreh, dreh. So. Und wenn ich dann, also beobachten, ob ich die Schaltung jetzt richtig eingestellt habe, kann ich am besten, wenn ich ein bisschen hin und her schalte. So. Ich verstelle dann so lange, bis meine beiden Striche im 4. Gang wieder übereinander stehen. Mhm. So. Ja, und das war's, ne? Genau, ab dem Moment geht's wieder. Mit der Zeit verschmutzt übrigens das kleine Sichtfenster durch Ketteschmiere und so. Da geht man halt mit dem Lümpler her und macht es mal ein bisschen sauber.
So, wir kommen zum Bremsen. Links die Vorderradbremse, rechts die Hinterradbremse. Bremswirkung 70-30. Richtig? Welche 70 und welche 30? Bei der Vorderradbremse haben wir 70 und bei der Hinterradbremse haben wir 30% erhöht. Ja, und wie bremst man dann? Gleichzeitig. Oh, könnte es da nicht sein, dass man sich eventuell überschlägt, weil ja die Vorderradbremse 70% Bremswirkung hat? Nee, er hat heute nicht mehr. Also, sagen wir mal so, das tun wir uns immer genau aufklären. Die Vitalis sind etwas anders konstruiert wie herkömmliche Fahrräder. Das heißt, man sitzt mit dem Gewicht des Körpers so, ziemlich weit hinten. Achtet Sie mal darauf, es gibt Fahrradfahrer, die sitzen etwa da neben vorne. Und wenn die bremsen, dann neigt das Hinterrad zu hoch zu gehen. Bei einem Vitali konnte es nicht passieren. Ich habe schon alles ausprobiert, aber das ist mir noch nicht gelungen, dass ich das Hinterrad hätte hochkurbeln. Sie dürfen also voll in die Eise gehen. Also das heißt, die Vorderrad- und die Hinterradbremse auch mal stark ziehen. Jedoch empfehle ich Ihnen, nutzen Sie die Bremse einmal separat. Probieren Sie es aus. Also nur einmal die Hinterradbremse, die rechte, und nur einmal die betätige, um zu gucken, wie sich dann das Rad so verhält. Die Hinterradbremse nur würde man nehmen, wenn man runterfährt und da ist irgendwo Sand in einer Kurve, damit das Vorderrad nicht abschmiert, nur die Hinterradbremse. Die Vorderradbremse ist immer wesentlich stärker. Und heute zum Beispiel ist ein leicht regnerischer Tag in Lauda, wo wir diesen Film drehen. Ich habe es vorhin Folgendes erlebt. Ich bin gefahren und habe die Bremsen betätigt und beim leichtesten Betätigen ist schon ein Rad gerutscht. Der Grund ist folgender, es hat lange nicht mehr geregnet. Es hat sich immer Öl aus Autos ist runtergetropft auf die Fahrbahn und durch diesen Schmierfilm, der dann da entsteht, ist die Straße sehr rutschig. Also achten Sie immer drauf, Situation auf der Straße, mal mehr, mal weniger rutschig, nehmen Sie einfach dann die Hinterradbremse und gefühlvoll die vordere dazu. Ja, und viele Vitalis haben eine Rücktrittbremse. Wann tust du die Hinterradbremse benutzen? Ich? Ja. Ja, gar nicht. Erhard. Gar nicht. Ich habe keine. Ja, die Bea ist es natürlich gewohnt, wie die meisten jungen Menschen, nur noch mit der Handbremse das Fahrrad oder E-Bike abzubremsen. Die ältere Generation, die Generation Plus, da gehöre ich dazu, sind natürlich noch gewohnt, Rücktritt zu betätigen. Und das ist auch eine gute Bremse, aber sie hat nur eine Bremswirkung von 30% haben wir. Also glauben Sie nicht, wenn Sie die Bremse haben, dann ist das so furchtbar sicher. Natürlich, Sie erreichen sie schnell, Sie sind es gewohnt, aber der Bremsweg ist relativ lang. Also nehmen Sie, wenn möglich, auch die Vorderradbremse dazu, diese links. Zu vermeiden ist bei langen Bergabfahrten Dauerbremsen. Also ich kenne solche Kandidaten, älteren Semesters, die wussten das noch nicht. Und wenn die dann den Berg runtergefahren sind, Rücktrittbremse, toll, und dann haben die einfach ihren Fuß draufgestellt und sind dauerabwärts gebremst. Was passiert? Die Narbe wird innen drin heiß. Das Schmierfett, das da drin ist, um die Reibung zwischen Bremsbacke und zwischen der Narbe zu verringern, das wird flüssig. Das wird zu Öl, es tropft raus, das sehen Sie dann vielleicht, da haben Sie es schon mal gesehen, dass dann oben so schwarze Tropfen sind, da war die Narbe zu heiß und dann kann es so weit gehen, dass das Ganze glüht und dass die Bremse blockiert. Also wenn Sie den Berg abfahren und möchten die Rücktrittbremse, dann bitte intervallmäßig immer wieder mal der Bremse die Möglichkeit geben, dass sie sich etwas abkühlt. Wir haben beim Vitali die Möglichkeit, dass Sie eine Sattelfederung wählen. Die haben wir zusammen mit der Firma Erbings entwickelt. Und die ist wirklich sehr gut, funktioniert hervorragend. Und bei der Einstellung der Höhe, also bei der Trethöhe, kann man nun sowohl das untere Teil von der Federung als auch das obere verstellen. Achten Sie bitte dort drauf, sowohl hier an dieser Stange als auch an jener wird durch eine Rändelung markiert, wie weit man die maximal rausziehen darf. Also die Rändelung ist es hier zum Beispiel, dann würde noch dieses Teil hier
in dem Rohr drinstecken. Würde sie es weiter rausziehen, dann ist die Gefahr da, dass das Ganze abbricht. Also einfach wieder reinstecken, das wäre die maximale Höhe. Zeige ich Ihnen jetzt einmal. Also, ne, man geht jetzt mal hier ganz hoch und hier hoch. Dann ist der Sattel so hoch eingestellt. Hopp. Ja, ja, genau. Also, das ist genauso recht für mich. Und entsprechend dann halt bei Ihnen vielleicht weiter runter. So. Die Federung einstellen. Ja, erstmal ist es so, dass wir Sie beim Kauf auch schon nach Ihrem Gewicht fragen. Mhm. Hier innen drin sind zwei Federn verbaut. Die sind dann, ich glaube, wir haben 15 Kilogramm, ist glaube ich die Staffelung, wo wir haben. Ja. Genau. Da das dann aber auch noch nicht so 100% genau ist, wie man denn selber die Federung haben möchte, ist es so, dass wir hier unten selber die Feder noch spannen können, indem wir weiter reindrehen, oder entspannen können, indem wir rausdrehen. Also wenn es zu hart wäre, dann schraube Sie die Schraube raus. Wenn Sie es härter haben wollen, wird sie reingedreht. Wir haben am Vitali vorne einen Lichtschalter am Scheinwerfer. Wie wir schon gesagt haben, Rücklicht brennt immer und dann kann man hier einfach so ein Schieberle hin und her betätigen. Sehen Sie? Aus und wieder an. Achten Sie darauf, dass es nicht so hoch eingestellt ist, sonst winke ich Ihnen dann die Autofahrer zu. Bea, wie oft muss man eigentlich Luft nachpumpen? Einmal im Monat kontrollieren wir. Und auch Nachpumpe. Nein, wenn keine Luft fehlt, pumpe ich nicht nach. Fehlt. Obwohl wir die besten Schläuche verwenden von Schwalbe, obwohl, es nennt sich Diffusion, also die Luftmoleküle, die entweichen hier durch den Schlauch und durch die Reife durch und sie kommen nicht umhin, das nachzupumpen. Wir haben extra aus diesem Grund Autoventile angebracht, weil viele unterwegs sind mit Wohnmobil zum Beispiel, die haben immer einen Kompressor dabei. Also Sie sehen hier Autoventile, kann man auch an der Tankstelle nachpumpen. Oder Sie legen sich eine gute Standpumpe zu, mit Manometer natürlich. Genau. Und wie viel Luftdruck kommt rein? Der ist ein bisschen abhängig davon, was für einen Reifen wir denn drauf haben. Mhm. Bei Marathon Plus. Also das sind unsere pannensicheren Reifen, genau. Marathon Plus. Ja, so. Da sind wir bei 3,5 bis 4 Bar. Sogar ein bisschen höher. Also es gibt manchmal schwere Personen, so um die 100 Kilo, kann man auch mal 4,5 rein tun. Also 4 Bar, streben Sie mal 3,5 bis 4 Bar an. Hm. Und dann, wie gesagt, wenn wir noch die Jumping Jack verbauen, da sind wir dann... Oder Big, die Big Apple. Die Big Apple Reifen. Genau. Dann sind wir so bei 3 bis 3,5 Bar etwa. Der Big Apple ist ein breiterer Reifen und soll elastischer sein und auch dämpfen. Und wenn Sie den mit weniger Luftdruck vorher rollen, das wäre ja auch nicht schlechter. Das ist eben so konstruiert. Das ist ein guter Reifen, der ist sehr leicht laufend, aber mit weniger Luftdruck. Zur regelmäßigen Pflege gehört natürlich auch, dass Sie an einem Fahrrad, E-Bike oder wie auch immer mal die Ketten schmieren. Bei einem Faltrad kommen ja noch Faltgelenke dazu. Mhm. Aus dem Grund habe ich mir lang geforscht und habe hier ein Schmiermittel entdeckt, das nennt sich Charlie. Und das ist ein Teflon-Fettspray und mit dem tun Sie bitte so alle 400-500 Kilometer die Kette einsprühen, können auch hier solche Gelenke, Exzenterhebel nennt sich das, wenn man hier mit einem Hebel hier die Lenkverstellung aufmacht oder zu. Dass das immer schön geschmiert ist oder hier am Sattel natürlich, wo man öfters rangeht, bei den Pedalen genauso und so weiter. Dafür habe ich aber extra Pflegefilme gemacht, das können Sie sich genau angucken. Praktisch ist auch ein Atlantic Radglanz Öl, mit dem man das Vitali reinigt. Was nimmt man da dazu? Ein Lümple. Das war einmal ein Betttuch gewesen. Das sind die Beste, die Betttücher sind die Beste und die Unterhände. Ja. Also nicht alles in den gelben, ne, in die Tonne oder wo tut man das hin? Malteser Altkleider. Diese Betttücher, diese weißen
Blümple, die müssen Sie aufheben. Das ist viel zu wertvoll, als dass man da hergeht und zerreißt es und macht dann was weiß ich was draus. Also man gibt ein bisschen was hier drauf und dann tschuk, 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 ja, das eingriffe. Das machen Sie. So. Wir möchten, dass Sie natürlich als Vitalist, als Besitzer oder Besitzerin von so einem schönen E-Bike, dass Sie auch immer sicher unterwegs sind und dazu gehört, dass Sie auch gucken, ob Ihre Bremse immer richtig funktionieren. Dazu gehört, einfach sich zu vergegenwärtigen, aha, wenn man hergeht und zieht den Bremshebel immer weiter nach hinten, ohne dass eine Bremswirkung ist, muss man die wohl nachstellen. Es kommt daher, die Bremsbeläge sind verschlissen, dadurch wird hier der Weg länger. Also, da habe ich hier Stellschrauben. Die schraubt man dann einfach nach außen, so weit, bis man noch einen gewissen Leerweg hat. Aber der Druckpunkt wieder so weit nach vorne gewandert ist, dass man kräftig die Bremse ziehen kann. Dann gibt es eine Kontermutter. Die dreht man dann wieder gegen den Hebel, sodass dann die Schraube sich von alleine nicht verstellen kann. Und da gibt es auch noch einen Schlitz. Und dann dreht man nach unten, dass keine Feuchtigkeit einkehrt. All die Motorrad Fahrer und so all die Hase, die wissen das noch. Darum sage ich es Ihnen auch, wenn Sie es noch nicht gehört haben. Stellschraube raus, Schlitz nach unten und die Kontermutter dann festziehen. Das machen Sie regelmäßig. Dann alle 400-500 Kilometer sollte die Kette gespannt werden. Das habe ich Ihnen schon gezeigt in einem Film. Dann gucken Sie sich einfach an. Und das ist so ziemlich alles und Luftreibepumpe. Also das machen Sie permanent und nach 3000 Kilometer empfehlen wir Ihnen dann, eine Inspektion machen zu lassen, entweder bei uns oder bei einem Fahrradhändler Ihres Vertrauens. Wir geben ihm dann eine Checkliste, nachdem er das abarbeiten kann. Das Vitali ist sehr einfach von der Wartung. Sie brauchen also keine besonderen technischen oder elektronischen Kenntnisse für den Antrieb. Da ist relativ wenig dran zu machen. Und der Rest des Vitalis ist ja aufgebaut wie ein normales Fahrrad, sodass das jeder Fahrradhändler eigentlich gut machen könnte. So, ich glaube eher, dann wären wir schon dabei, was die Sitzhöhe angeht, oder? Also wie stellt man sich die optimale Sitzhöhe ein? Und da gibt es ja zwei Fraktionen. Die eine möchte mit den Füßen sicher auf dem Boden stehen. Und die andere wolle optimal treten mit der maximalen Kraft. Genau. So. Ich glaube, das wäre jetzt, wie wir das mit dem sicheren Stand und der perfekten Position, wenn man ein bisschen ein ängstlicher Fahrer ist, habe ich die Möglichkeit, dass ich jetzt mit beiden Beinen auf den Boden komme und einen sicheren Stand habe an der Ampel. Also in der Stadt ist das ganz praktisch. Genau. Also schnell runter, sicher anhalten. Aber wie Sie jetzt auch erkennen anhand von meiner Krümmung, zum Reintreten, zum optimalen Kraftaufwenden, habe ich einfach, ich habe nicht den Winkel dafür. Da müsste ich, das war jetzt so Pi mal Daumen und Gefühl ungefähr 4-5 cm ja. Hoch. Mhm. So. So, ich könnte noch einen Ticken nach oben. Wenn ich mit der Ferse auf der Pedale stehe und auf dem Sattel sitze, ist die perfekte Sitzposition, gerade bei einer langen Tour, wenn dann das Knie einmal komplett gerade ist. Weil vorne in der Drehposition habe ich dann meinen Winkel von ungefähr 10 Grad. So. Also die Bea nähert sich jetzt der idealen Trethöhe. Genau. So, das wäre das jetzt. Ja. Ne? Beim Lenker muss ich sagen, ich würde jetzt auch noch gefühlsmäßig, wenn ich es aufrechter fahren mag, ein bisschen nach oben. Weil ich, heute bin ich lieber in der Stadt unterwegs, fahre gemütlich. Genau. Dann hat man auch einen schönen Blick, Rundumblick. Genau. Sollte Sie mal einen Berg hochfahren und das Vorderrad rutscht durch, tun Sie einfach mal den Lenker nach unten stellen, denn dann kommt mehr Druck auf den Lenker und gleich aufs Vorderrad und dadurch rutscht das weniger durch. Okay. Schön ist halt an dem Vitali, ne? Du kannst durch diese Exzenterhebel oder Schnellverschlüsse, kannst du zack, zack, dir das so hinstellen, wie man es möchte.
sei nicht toll. Ja, noch erwähnenswert ist, wenn man dann irgendwann die ideale Drehhöhe gefunden hat, dann könnte man sich die mit einem Körner markieren. Wir nehmen da immer einen Körner und einen Hammer, mache hier daneben einen kleinen Schlag drauf, ne, das zeige ich mal Ihnen so, so zack. Und dann hat man einen Punkt, der auch nicht durch das Rein- und Rausstellen irgendwie dann unsichtbar wird, sondern den sieht man. Und damit können Sie, wenn Sie mal das Rad gefaltet haben oder verstellt oder irgendwie oder ein anderer ist mitgefahren, dann sehen Sie immer Ihre Markierung und können dann blitzschnell den wieder in die richtige Position bringen. So. Die Bea und ich zeigen Ihnen jetzt, wie man das Vitali klein macht. Das ist ja ein Faltrad, ein E-Faltrad. Und wir haben zwei Faltstufen. Die erste geht blitzschnell, wo man es niedrig macht und schmal. Und bei der zweiten macht man es dann noch kurz und kompakt. Bea, zeig's. Genau. Ich fange mit dem Sattel an. Da habe ich die Möglichkeit, entweder den Sattel ganz nach unten zu stellen. Wie Sie gerade gesehen haben, ich drehe hier, dass der Extenderhebel einmal unterm Gepäckträger durchgeht, nach unten, Sattel wieder feststellen oder den Sattel einmal komplett rausnehmen. Jo. Hier vorne am Lenker sehen Sie einmal den Sicherungshebel. Ein schwarzer, ne? Das schwarze Hebel. Genau. Mhm. Den leicht nach oben drücken und dann kann ich schon mein Hebel nach unten drücken, bis hier die kleine Stellschraube nach außen tritt. Und dann kann ich den Lenker schon nach unten klappen. Geht so. Natürlich auch nur in eine Position. Weil ich, so, als könnte man noch die Pedale noch falten, wenn man es jetzt zum Beispiel irgendwie ganz schlank hinstellen will, ins Auto oder in die Garage oder wo auch immer. Also hier und da, man drückt also auf beide Push-Drückerle. Zieht es raus, tut zum 90 Grad Falt und dann ist gut. Genau. Wenn man es jetzt noch kurz machen möchte und kompakt, das zeige ich Ihnen jetzt gerade noch, geht man wie folgt vor. Praktisch ist es, den Ständer hochzuklappen und das linke Pedal wieder einzuraschen. Ja? Dann hat man hier einen Sicherungshebel, den klappt man hoch. Öffnet hier diesen Art Flaschenverschluss und faltet das Vitali. So, und jetzt steht es nämlich mit dem linken Pedal auf dem Boden recht standfest. So, wir liefern noch einen Expandergurt mit, am Gepäckträger ist der immer dran. Und dann legen wir den Gurt einfach hier rum, hängen irgendwo am Gepäckträger ein. Und so ist das Ganze ein schönes, kompaktes Paket. Und man kann es bewegen. Sie würde natürlich in der Praxis vorher hergehen und den Akku rausnehmen, dann wird nämlich das Ganze ein bisschen leichter. Ja, probierst du mal mit und ohne Akku, wie das so ist. Vom Hochheben. Mhm. So, mit Akku, ach Mensch, das zieht so im Rücken. Selbst in meinem Alter hat man schon Bandscheibe, glaube ich. Um 3,6 Kilo leichter, glaube ich, waren es, werde ich einfach, wenn wir den Akku rauspacken. Ne? Und dann ist das Ganze schon wesentlich einfacher. Also es kann auch von einer Frau gut hochgehoben werden in der Kofferraum, nein oder so. Gut, okay. Ich falte es jetzt wieder gerade auf. Dann lassen wir die Bea noch eine kurze Probefahrt machen, gucken, wie sie drauf sitzt. Ja, und dann hätten wir es geschafft. So, also der Spanngurt kommt weg. Ich hänge ihn jetzt wieder hier am Gepäckträger ein. Und schwuppdiwupp, klapp's auf. Hebel zu, Sicherungshebel nach unten. Den Lenker hochklappen. So, den Hebel nehme ich etwas nach vorne, dann schnappt die Achterschraube ein. Dann den Hebel so weit, bis es hörbar einrastet. Ja, noch gesattelt drauf. Ja. Wenn man jetzt eine Körnermarkierung hat, kann man sich das gleich richtig einstellen. Naja, und hier das Pedal auf die beiden Push-Knöpfe drücken, dann geht es ganz leicht. Oder man gibt dem Ganze einen
Handkantenschlag. So. So. Akku rein und jetzt. Genau. Bea, magst du noch einmal kurz eine Probefahrt und dann gucken wir, wie du drauf sitzt, ob die Höhe stimmt. Gerne. Ja, die Probefahrt kann starten. Helm ist auf dem Kopf. Assist-Stufe ist ausgeschalten. Ich schalte in Auto, damit ich mit dem Gasgriff anfahren kann. Und meine Gangschaltung rechts habe ich auch im vierten Gang. Wunderbar, hat alles geklappt, Rad ist eingestellt. Ich freue mich. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dem neuen Rad und alles Gute.